Ich habe mein Hobby auch in einem Buch fixiert. Ich habe eigentlich immer schon als Jugendlicher gewusst, dass mir das Gehen gut tut. Und habe dann schon als Jugendlicher oder so Bergtouren gemacht und so weiter. Habe aber in den Berg hier und da, ich bin nicht der Mutigste, um da was rauf. Und habe dann in der Pension einmal Pilgerwanderung voran, will nach Einsiedeln mitgemacht. Aber ich denke, das ist das Gehen, wo mir gut tut. Da sind keine steile Schneefelder gekommen. Also, ja, und bin dann nachher gleich Einzel, also als Solist von Einsiedeln, wieder 14 Tage später auf Einsiedeln, und bin dann bis Freiburg gelaufen. Und so bin ich durch Deutschland gelaufen, von der polnischen Grenze bis heim. Durch Frankreich, die Schweiz, durch Österreich, von ganz im Osten daher. Ja, das taugt mir. Und was ist da der Reiz von diesem Gehen, also von diesem spirituellen Gehen? Ich kann nur sagen, wer spüren kann, der spürt es. Wer es nicht spürt, spürt es nicht. Nein, es ist für mich. Ist das herrlich gewesen. Da laufst du am Morgen, startest irgendwo. Ich habe nie gewusst, wo ich am Abend schlafe. Wenn ich allein gewesen bin, nie gewusst. Aber es hat sich immer etwas ergeben. Und nach 3 Wochen, das kann ich dazu sagen, habe ich immer wieder das Bedürfnis gehabt, zu wieder heimgehen. Obwohl das heißt, durch Frankreich, das habe ich in 3 Abschnitte gemacht. Parallel dazu, zu der Pilgerei allein, habe ich die Pilgerführerausbildung gemacht und habe dann, Trankwe gibt es ja sogenanntes Pilgerteam, bei der Gründung dabei gewesen. Und dort habe ich viel, also circa 50 Gruppen ein- oder mehrtägig begleitet, mitbegleitet, mit Team und so weiter. Und das ist schon interessant gewesen. Ist anders wie Solo gehen, bin ich nur für mich verantwortlich gewesen. Als Gruppenbegleiter, ja, ist man halt für das Wohl zuständig. Man versucht, dass es denen gefällt. Gut geht's. Dort hat es mir die Solo-Wanderungen geholfen. Das kann ich so sagen. Dort habe ich Momente erlebt, wo ich mir sicher war, da ist es noch ein Umeinander, wo man da noch Kopf hat. Wenn ich da nur als Beispiel in Frankreich müde, eine lange Tour war, da kommst du in ein Dörfli, in dem Begleitbüchli, wo ich dann dabei hatte, ist nur ein Quartier, wo man. Also, möglich ist eine Unterkunft. Dann gehe ich dort hin und sage, ist da noch was frei? Nein, ist nichts frei. Nächste wäre etwa 2, 3 Stunden weiter gewesen. Und dann noch einmal starten, das wäre mühsam. Und zum Mut sagt dann irgendwie, wenn man die Stufen sieht, in meinem Zimmer ist noch ein Britschen oder sowas ähnliches. Und dort an dieser Herberge zu war die Kirche. Und an dem Tag, wo ich über das erzählt habe, hatte ich Geburtstag gehabt. Und dann hat der gesagt, ich habe noch eine Gelegenheit im Zimmer, da, wo er da unter angrenzend ist, die Kirche. Und da sei am 7. eine Messe mit Fußwaschung. Und da habe ich gesagt, ja, okay, bin ich auch gegangen, jetzt war nichts verstanden, was der gesagt hat, aber Geburtstag. Das letzte Bett und Fußwaschung. Nee, nicht kannst du verlangen. Wissen so Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich bin nicht allein unterwegs. So.